Ja, ich darf euch herzlich zur Pressekonferenz begrüßen nach unserem Sieg heute 34:30 gegen Hannover Burgdorf. Zu meiner Linken der Gästetrainer Jens Bürkle sowie der Geschäftsführer von Hannover Burgdorf Benjamin Chaton. Zu meiner Rechten Kai Wandschneider und unser Geschäftsführer Björn Seib. Und wie das üblich ist, hat der Gästetrainer das erste Wort. Bitte schön. Ja, Glückwunsch an Wetzlar zum Sieg. Für uns eine Sache, die natürlich so langsam richtig wehtut. Spielen im Angriff, glaube ich, eine sehr gute Partie. Haben das Spiel bis zum 17:20 durch wirklich einen sehr, sehr guten Angriff, denke ich, auch kontrolliert. Kommt die Abwehrumstellung. Und dann fangen wir wirklich an, noch ein paar freie Bälle liegen zu lassen, sodass wir wirklich dann irgendwann hinterher rennen. Die Abwehr war bei uns über das gesamte Spiel nicht so, dass wir da irgendwelche Ballgewinne hätten erzielen können. Kohlbacher macht, glaube ich, 8 Tore, gefühlt noch 3, 4, 7 Meter, die er rausholt, also 3 bestimmt. Philipp Weber macht zu viele Aktionen die 2 haben wir definitiv nicht in den Griff gekriegt. Und dann verlierst du so ein Spiel, das du wirklich sehr lang auch sehr vernünftig spielst, gerade im Angriff sehr vernünftig spielst, aber in der Abwehr halt über 60 Minuten wirklich überhaupt keinen Zugriff kriegst. Und das ist natürlich jetzt schon hart mit der 5. Niederlage in Folge. Zum Teil auch schwere Gegner, aber natürlich haben wir uns gegen Wetzlar, Erlangen und auch Baling schon was ausgerechnet. Und aktuell sehr, sehr niederschmetternd. Vielen Dank, Kai. Dein Statement zum Spiel. Ja, guten Abend und danke für die Glückwünsche. Ich freue mich natürlich sehr über diesen Sieg. Muss sagen, dass wir in der ersten Halbzeit diesen starken Rückraum einfach nicht von Hannover so in den Griff bekommen haben, wie wir uns das vorher vorgestellt haben. Morten Olsen hat auch 6 Feldtore, glaube ich, gemacht und Kai Häfner 7. Wir haben ein bisschen innerhalb der 6-0 umgestellt. Wir haben versucht, da Korrekturen vorzunehmen, auf den Halbpositionen offensiver zu decken, dran zu bleiben, wenn Rückraumspieler in die Mitte gezogen sind. Aber das hat nicht wirklich gut funktioniert. Torhüter hatten wir in der ersten Halbzeit auch nicht allzu viel gehaltene Bälle. Und so, dass ich natürlich überlegen musste, was ich da mache, wie ich der Mannschaft helfen kann. Und ich denke auch, wie Jens das schon gesagt hat, dass die Deckungsumstellung uns ins Spiel gebracht hat. Wir haben aggressiver gespielt. Benko Buric hat dann eine seiner Stärken ausspielen können, die freien Bälle, ja, frei vom Kreis oder auch so. Bälle gehalten, wo Rückraumspieler frei durch waren oder auch außen. Also wir sind eigentlich erst nach der Halbzeit dadurch richtig aufgewacht, indem wir halt dann aggressiver in die Zweikämpfe gehen mussten. Wir haben das eigentlich, wir haben so verschiedene Maßnahmen gemacht, Manndeckung gegen Morten Olsen, zum Teil eine doppelte Manndeckung, auch in eigener Überzahl, die ja keine ist, weil Hannover immer den 6. Feldspieler einsetzt. Auch das, also so da permanent versucht, Änderungen herbeizuführen, und das hat dann super geklappt. Was heute überragend war, das ist halt immer ein Wechselspiel, war unser Angriff, 34 Tore, wann machen wir schon mal 34 Tore? Wir haben dort wirklich stark gespielt, natürlich, wie Jens schon erwähnt hat, Yannick, ein überragendes Spiel am Kreis. Flippi, für den das ja, glaube ich, kein einfaches Spiel heute war, vielen Dank, vielen herzlichen Dank an unser tolles Publikum, ja, die sind einfach klasse. Und aber auch Stefan Czabor, der ist 22 Jahre alt und der ist so ein Atomkraftwerk, ja, von der Energie, der musste da durchspielen, weil ein weiterer Wechsel da ein viel zu großes Risiko gewesen wäre. Wir haben eine Sache nicht in den Griff bekommen, also das finde ich hat Hannover super gemacht. Sie haben immer nach kassierten Toren sofort nachgesetzt über einen schnellen Anwurf oder auch so über die zweite Welle. Wenn wir vorne mal das Tor verfehlt haben, und da war das schwierig von der Zuordnung. Da waren wir ein paar Mal noch zu passiv, aber das macht Hannover auch glänzend und haben da auch zum Teil eine individuelle Qualität, also diese Schlagwürfe vom falschen Bein, Ansatz so ist von Kai Häfner, das ist schon wirklich schwierig. Ja, lange hat es heute lange Zeit nicht so ausgesehen, als ob wir hier als Sieger den Platz verlassen, aber
die Mannschaft, was ich an ihr so schätze, sie nimmt jede Herausforderung an, sie lässt nicht die Köpfe hängen, wenn, muss ich eben helfen, ja, dass die Jungs den Blick wieder nach vorne richten. Und es ist schön, dass wir uns hier heute so belohnt haben und es macht einfach eben Riesenspaß, weil wir so ein tolles Publikum haben. Die können ja nicht mit 4000 Mann in Gummersbach dabei sein, muss Gummersbach anbauen, die Halle größer machen. Also es ist schön, dass wir es heute einfach hier erlebt haben, was wir letzte Woche schon in Gummersbach dann auch gemacht haben. Dieser unermüdliche Kampfgeist, dieser unbedingte Wille, einfach weiterzumachen. Und es ist eben, was ich auch toll finde, dass die Mannschaft sich halt selber belohnt für den tollen Spirit, der sie schon die ganze Saison auszeichnet. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Kai. Wie gesagt, gerade gehört, lange Zeit sah es ganz danach aus. Hannover-Burgdorf war auf der Siegerstraße, lag vorne. Benjamin Chaton, vielleicht noch ein Satz, zwei Sätze von Ihnen aus Ihrer Sicht. Warum hat es nicht gereicht bis zum Ende? Glückwunsch an die HSG Wetzlar zum verdienten Sieg. Wir haben 31 Tore geworfen, Wetzlar 34. Das waren, glaube ich, jetzt zwei Sätze. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für das Statement. Björn, du hast eben schon auf der Platte nach dem Spiel verkündet. Vielleicht auch nochmal von dir zwei Sätze zur Verlängerung von Stefan. Ja, erstmal schönen guten Abend und danke für die Glückwünsche. Zunächst mal zum Spiel. Ich habe gerade nochmal auf den Kalender gucken müssen, 11. März und wir haben 26 Punkte. Es ist herausragend, was wir wieder diese Saison hier in der Rittal Arena spielen und alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Und heute war das Spiel auch so, dass wir gegen eine starke Hannoveraner Mannschaft meiner Meinung nach auch bis zur 40. Minute mehr oder weniger zurecht zurückgelegen haben. Aber Kai hat es eben gerade so schön gesagt, dann muss ich halt manchmal helfen. Und heute war das genau die richtige Umstellung zur richtigen Zeit, um vielleicht noch ein bisschen mehr Aggressivität und Emotionen in unsere Abwehrreihe reinzubringen, denn das war heute bis dahin zumindest der Knackpunkt, glaube ich, dass wir uns nicht selbst belohnt haben, weil wir viel zu viele einfache Tore kassiert haben. Und deshalb heute mal das Kompliment natürlich an die Mannschaft, aber auch ganz besonders nochmal an unsere Trainer für diese Entscheidung, weil ich weiß, dass wir diese Abwehr eigentlich nicht allzu oft spielen und es eigentlich auch sehr, sehr viel Mut braucht, um dann dementsprechend eine solche Entscheidung zu treffen. Das war einfach grandios und hat uns am Ende, glaube ich, auch geholfen. Was wir heute gespielt haben im Angriff, das hat mich extrem gefreut, weil ich glaube schon, dass wir, wie gesagt, die ein oder andere Situation die letzten Wochen hatten, wo wir vielleicht auch ein bisschen zu sehr über den Kreis gespielt haben und uns dann immer Yannick als letzten Notnagel genommen haben. Das war heute wesentlich variabler und war einfach toll anzuschauen. Und ich glaube, jeder, der heute hier war, zumindest wenn er der HSG Wetzlar nahesteht, der hat ein tolles Handballspiel gesehen, das, was den Handball ausmacht, das, was den Handball uns alle so lieben lässt. Und das war grandios. Und dass wir nach dem Spiel dann noch im Jubelsturm quasi die Vertragsverlängerung von Stefan Czavo bekannt geben konnten, hat natürlich das Ganze noch abgerundet. Stefan ist 22 Jahre alt, wie es Kai auch immer sagt, ist natürlich hat unglaubliche körperliche Voraussetzungen, hat sich, weil er ein sehr, sehr offener Typ ist, der keine Herausforderung scheut, wirklich super bei uns eingelebt und uns, glaube ich, in den Wochen, wo er jetzt da ist, allen gezeigt, dass er noch ein enormes Entwicklungspotenzial hat. Und umso schöner ist es, dass er das auch weiß, was er hier in Wetzlar hat und entsprechend langfristig auch bei uns bleibt. Das zeigt schon, dass er auch weiß, wie er seine Karriere zu planen hat. Und da freuen wir uns darüber natürlich extrem sehr. Auch dann, wenn hoffentlich bald Joao wieder zurückkommt, dann haben wir auf halbrechts, denke ich mal, ein sehr, sehr gutes Duo, das ein bisschen unterschiedliche Spielweisen hat. Aber das macht es dann für den Gegner vielleicht auch ein bisschen schwieriger, uns auszurechnen. Deshalb freuen wir uns heute sehr. Herausragender Handballabend, 26 Punkte Mitte März. Wer jetzt nicht zufrieden ist, den können wir niemals zufriedenstellen. Dankeschön. Vielen Dank, Björn. Gibt es von eurer Seite noch Fragen? Das Mikrofon einmal an die Außen. Herr Bürkle, die Wetzlarer Abwehrumstellung und die Tatsache, dass Morten Olsen aus dem Spiel genommen wurde, hat den Umschwung gebracht. Und da erschien es so, dass der TSV keine Alternative B gehabt hatte, um auf einen solchen Wechsel zu reagieren.
Also erstmal war es, glaube ich, eine vernünftige Entscheidung umzustellen, weil wir die Abwehr davor, denke ich, sehr gut bespielt haben. Ich glaube, dass wir die 5-1 nicht wirklich, oder was es auch immer war, die Manndeckung 5+1, auch gut bespielt haben. Aber wir lassen eben sehr viele freie Bälle liegen. Ja, das ist nachher Taktik hin oder her, aber wir schießen einen freien Durchbruch von Maipa 3 daneben. Wir haben zwei freie Würfe vom Kreis in der Phase daneben. Lassen einen von außen frei liegen. Und dann weiß ich nachher nicht, ob es nachher wirklich die fehlende Lösung war oder der entscheidende freie Wurf, den wir halt nicht gesetzt haben. Und da hat Buric uns natürlich, wie es Kaya gerade eben auch schon gesagt hat, einfach mal freie zu viel weggenommen. Gibt es noch weitere Fragen? Sieht nicht so aus. Dann vielen Dank. Wir sehen uns spätestens wieder, dann am 31. März, Heimspiel, freitags 19.45 Uhr gegen Minden. Zuvor die HSG ja bei den Berliner Füchsen am 22. März. Mittwochs ist dieses Spiel auswärts. Unseren Gästen guten Nachhauseweg und euch allen schönes Wochenende.